glaube, wir können alle sagen, dass wir keine Lust mehr auf metallische Highlighter haben, die aussehen wie eine Disco-Kugel. In der Dunkelheit denkt, das ist ein Streifenhörnchen. Wenn ihr natürliche, schöne, klare Highlighter möchtet, dann ist das Video für euch. Hi, wir reden heute über das Thema Highlighter. Komplett abseits der farbigen, dramatischen Balkenprodukte, die man so vor ein, zwei Jahren noch überall gesehen hat, sondern vielmehr die Glasskin Highlighter, die wirklich nur Akzente im Gesicht setzen, die quasi unsichtbar sind, aber die unglaublich viel für das Gesicht machen, wenn man sie richtig einsetzt. Und genau das ist ja quasi das, was ich immer trage, was ich liebe. Ich habe bis jetzt noch gar nichts drauf. Das ist, was ihr hier seht, einfach Creme-Produkt. Ich habe eine glowige Base aufgetragen, dann ein Creme-Bronzer und Creme Rouge. Für einige Leute reicht das auch absolut schon, um ein bisschen Highlights im Gesicht zu haben. Mir ab und zu auch, ab und zu nicht. Und diese drei Produkte, die ich gefunden habe und seit wirklich Wochen bzw. Monaten für euch teste und die ganze Zeit denke, ich freue mich so auf den Tag, an dem ich dieses Video drehe und euch davon berichten kann. Er ist gekommen. Ganz kurz hebe ich sie ins Bild. Ich demonstriere natürlich auch, was ich mache und vielleicht ganz kurz, wenn ihr nochmal ein extra Video zum Thema Glasskin haben möchtet, das habe ich ja auch in meinen Beauty-Trends für 2019 schon mal aufgegriffen. Das ist eine noch glowigere und natürlichere Version von dem Make-up, was ich jetzt trage. Dann schreibt es mir super gerne. Dafür sind die Produkte aber absolut perfekt. Aber natürlich auch für diejenigen, die ein ganz natürliches, klares, minimalistisches Highlight möchten. Und was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. Ich beginne mit dem ersten Produkt. Und wenn ihr mich schon wirklich super Ewigkeiten lang verfolgt, wisst ihr, meine absolute Lieblingsbloggerin, Fashionbloggerin, wobei so komplett Lieblingsbloggerin, ist Brooklyn Blonde. Und sie hat es in ihrer Story gezeigt und ich dachte mir so, okay, gekauft. Also sowas habe ich lange nicht gehabt und ich könnte ihr nicht dankbarer sein. Das ist von Kevin O'Quinn, das Glass Glow Face in der Farbe Crystal Clear. Und die Farbe ist hier super wichtig. Es gab auch noch so einen bronzigen Ton, aber von sowas habe ich einfach schon genug. Die Idee halt des Looks ist, dass man quasi durchsichtige Produkte nimmt, die richtig auf dem Gesicht aufträgt und dadurch einfach diesen asiatischen No-Make-up, glossy, glassy Skin-Look hat. Wenn man denkt, man hat schon Minimalprodukt genommen, nochmal davon die Hälfte. Wenn man da zu viel von aufträgt, geht es in die komplett falsche Richtung. Ich zeige es euch gleich. In dem gleichen Konsens möchte ich aber noch dieses Produkt vorstellen. Das ist quasi das in Stickform und in Clean Beauty. Ist aber vom Preis her auch ein bisschen mächtiger, aber einfach nur Option für euch, je nachdem, ob ihr nur Clean Beauty tragt oder. Das ist von Westman Atelier und oh mein Gott, diese Marke, wow, wow, es ist einfach alles perfekt. Die Verpackung, die ganze Brand-Philosophie, die Produkte, man merkt einfach, dass das ein Profi entwickelt hat. Ich swatche das mal eben und ihr seht das auch, wenn ich die beiden nebeneinander trage und zuerst denkt man sich so, um Gottes Willen, ich will doch kein blaues, holographisches Highlight auf der Haut. Aber man sieht es einfach nicht. Wenn man das richtig schön in die Haut einmassiert, habt ihr einfach das wunderschönste Highlight, die wunderschönste Reflexion, den absolut tollsten, frischesten Look, den ihr euch vorstellen könnt. Ich liebe mittlerweile Produkte, die keine Farbe haben auf der Haut. Und daneben swatche ich mal den von Kevin. Wenn man ganz genau hinguckt, ist es von Westman Atelier ein bisschen pinker, lilaner im Unterton und ist von Kevin noch ein bisschen lila-bläulicher. Nichtsdestotrotz, beide auf der Haut einmassiert, sind einfach der absolute Wahnsinn. Also das ist eure Clean Beauty Alternative. Ich habe auch noch einen Creme Blush von der Marke. Ich habe auch einen Foundation Stick. Also davon könnt ihr auf jeden Fall nochmal ein Video machen, weil ich ein riesiger Fan von der bin, von der Make-up-Linie. Und mein anderes Produkt, und das finde ich ist auch wieder so ein totaler Multitasker, und ihr wisst, ich liebe solche Produkte, die man einfach für alles irgendwie verwenden kann und man im Grunde nicht dieses 20-Produkte-Make-up braucht, um gut auszusehen. Der On The Glow Multi-Use Moisture Stick von Pixi. So ein Produkt, bei dem ich dachte, also, weil im Grunde kann man den auch wirklich als Feuchtigkeitspflege auf dem Gesicht auftragen. Der kommt hier in so einem Stick, kannst halt rausdrehen. Man kann den aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Flugzeug ist und die Haut einfach nur Feuchtigkeit braucht und komplett ausgetrocknet ist, kann man das halt sich auf die betroffenen Stellen geben. Man kann es aber auch auf trockene Stellen zum Beispiel geben. Ich mache jetzt mal so, wenn ihr zum Beispiel hier am Ellbogen eine trockene Stelle habt und so weiter. Also es ist halt Multi-Use Moisture Stick.
Was ich aber damit mache und was ich einfach so wunderschön finde, ist dieses wunderschöne Produkt partiell auf meine Haut zu geben, wenn ich mit dem Make-up fertig bin, um halt nochmal einiges hervorzuheben. Wisst ihr, es ist immer mega wichtig, dass ihr genau seht, was ich mache und dass ihr mich seht. Also hole ich euch näher ran. Ihr seht, meine Haut ist schon sehr glowy, weil ich halt einfach von meiner Base, also unter der Foundation, schon anfange, meiner Haut glowige Produkte zu geben. Ganz dünne Schichten und dann hat man quasi schon so einen Look, ohne überhaupt irgendein Highlighter verwendet zu haben. Ich beginne mal mit Kevin O'Quan, dem Glass Glow Face, und ich probiere euch zu demonstrieren, wie wenig man nehmen muss. Ihr seht, dass es wirklich minimalstes Produkt ist, und mische das zwischen meinen beiden Fingern. Trage das mit dem Zeigefinger auf und ganz wichtig, geht nicht komplett in dieser vermeintlichen Highlighter-Zone entlang, sondern fangt erst hier oben an und geht dann so ein bisschen an der Augenbraue hoch. Weil gerade die Produkte sind so glossy, ihr seht dann aus, ob ihr schwitzt. Das wollt ihr nicht. Seht ihr das? Dass auch gerade hier überhalb der Augenbraue noch so ein bisschen Bewegung ist. Und man sieht halt überhaupt nichts von den Tönen, die einen jetzt nicht so wirklich ansprechen, sag ich mal. Und achtet wirklich darauf, das schön einfach hier oben in drückenden Bewegungen auf die Haut zu geben. Kann natürlich auch noch unter die Augenbraue geben, also da kann man jetzt anfangen zu highlighten, wie man möchte. Ist auch super schön. Im inneren Augenwinkel. Eigentlich wollte ich den von West Mantilla gar nicht demonstrieren, aber jetzt muss ich das natürlich auch noch zeigen. Den gebe ich einfach ein bisschen auf die Nase, auch hier einfach den Finger nehmen. Und achtet auch darauf, wenn ihr eure Nase highlightet. Lasst so ein bisschen die Nasenspitze aus. Also wir wollen nicht aussehen wie Rudolf. Das sieht so gut aus, oder? Ich liebe den. Der ist noch ein bisschen, ich sage mal, natürlicher als der von Kevin. Hat halt nicht diesen High-Gloss-Effekt. Ich glaube, das kann man auch ganz gut so erkennen. Dann gebe ich das Pixi-Produkt auch einfach auf meinen Handrücken und arbeite dann von da. Tupfe so wie eben das Produkt ganz leicht auf den oberen Punkt meines Wangenknochens auf. Ich finde, das sieht so gut aus. Und ich finde auch, gerade wenn man das so ein bisschen, seht ihr das hier, noch so ganz leicht auftupft, ich sag mal so an der Hälfte des Auges, dann lässt es auch das Auge noch ein bisschen wacher wirken. Also auch gerade, wenn ihr vielleicht so ein bisschen viel Puder aufgetragen habt oder eh so ein bisschen mit eurem Auge, sag ich mal, Probleme habt. Auch hier gebe ich es wieder oben bei der Augenbraue entlang, unterhalb und in Augenwinkel. Was man natürlich auch noch gut machen kann ist, ich nehme das hier auch nochmal, ist, hier habe ich jetzt halt schon Lipgloss drauf, aber das nochmal so ein bisschen akzentuieren auf der Lippe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt natürlich nochmal mit einem Beauty-Schwamm rüber gehen und das nochmal wirklich schön in die Haut einpressen. Viele fragen mich auch immer, wie bekomme ich diese frischen Make-up-Looks hin? Und das ist auf jeden Fall ein Schritt, den ich immer mache. Ich kann euch wirklich alle drei von Herzen empfehlen. Es kommt natürlich total darauf an, was ist euer Preispunkt, worauf achtet ihr. Wenn ihr es richtig, richtig glossy wollt, dann nehmt auf jeden Fall den von Kevin O'Quan. Clean Beauty Option ist West Mantilla. Und der Allrounder, den man auf dem Gesicht, auf dem Lippen, auf dem Körper und in den Haaren benutzen kann, so steht es hier, ist auf jeden Fall der von Pixi. Ich liebe alle drei und ich freue mich so, dass ich endlich jetzt dieses Video gedreht habe. Wenn ihr nochmal einen kompletten Make-up-Look wollt, wie ich von Anfang, also komplett ungeschminkt bis zum Ende, diese Produkte anwende, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde euch alle drei Produkte in der Infobox verlinken, also schaut da vorbei. Lasst mir einen Kommentar da, das kostet nichts, das ist ein riesengroßer Support für meine Videos. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich weiß, viele schreiben immer so, ah, ich habe es vergessen oder so, deswegen sage ich das einfach. Würde mich extrem freuen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video.